Hier geht in jedem Fall einiges. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich kriege doch noch einen Angriff hier rein, aber auch wirklich nur den einen, denn ja, hier läuft es. So lief ja der letzte CK. Ich habe ja gestern nichts daraus gezeigt. Wenigstens einen Angriff will ich euch zeigen hier vom Marder gegen den vermeintlich echt super starken Zwölfer hier. Also so ein kleiner Rusher beim Gegner. Und ja, vermeintlich läuft nichts. Jetzt haben wir hier schon 2 Tage kein Clan-Krieg mehr gestartet. Clan-Krieg mehr gestartet. Und ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Wofür haben wir eigentlich hier so diese Ränge? Älteste, Vize, frage ich mich manchmal. Starten die einfach nicht, ne? Wenn der Papa nicht da ist, dann starten die das nicht. Wenn Papa nicht gesagt hat, wir starten Clan-Krieg, dann starten wir keinen Clan-Krieg. So habe ich so ein bisschen manchmal das Gefühl. Aber man hätte hier natürlich locker gleich hinterher einen Clan-Krieg starten können, denn eigentlich sind wir hier beim Clan Free-to-Play im Dauer-CK. Das kann man natürlich nicht sagen, wenn man jetzt 2 Tage mal Ruhe lässt. Vielleicht wusste man jetzt auch nicht den Status von Papa. Ich benenne mich mal eben so. Und dass es deswegen nicht so wirklich läuft. Naja, wir schauen gleich mal rein. So ein bisschen auch in den Chat, was da so ging die letzten Tage. Und aber erstmal den Angriff hier vorbeigehen lassen. Na, okay, war ein bisschen OP hier, würde ich sagen. Obwohl, so OP war das gar nicht. Immerhin war das ein Rathaus 12, ne? muss man ja auch so sagen, ne? Und mal alleine ist immerhin auch schon ein Elfer, der hier, glaube ich, mit gepimpten Truppen kam, also mit Machttrank. Nicht schlecht, okay. Kann man mal machen. Und naja, aber das Ding ist jetzt auch schon 2 Tage alt hier. Ja, wie gesagt, ich wundere mich. 2 Tage alt, stimmt das? Ich glaube, es stimmt. Clan Wars, My Clan Warlock Classic. Ja, 2 Tage ago. Also ist schon 2 Tage her und hier startet keiner ein Clan-Krieg. Ist mir echt ein Rätsel. Ich weiß nicht warum. Ist es bei euch auch so, dass wenn der Chef nicht da ist, dass der Vize hier einfach nur Vize ist und kein Clan-Krieg startet? Fangen wir noch einen Clan-Krieg vor den Spielen an. Was haben denn jetzt die Clan-Spiele mit Clan-Kriegen zu tun? Ist eigentlich Latte, ne? Ja, die Clan-Spiele stehen ja wieder an, in der Tat. Eben mal abspenden hier. Ich muss mal eben schauen. Ja, auch eine krasse Kombi da unten, muss ich sagen. Hier oben war auch noch was. Habe ich eben noch gesehen. Und ein paar Ballons und so einen Wutzauber kriegen wir auch noch hin. Ein Wutzauber da. Und ein Wutzauber da und ein paar Ballons. Gut. Und so 6 Hogrider. Machen wir auch eben. Entschuldigt bitte, ich bin gerade ein bisschen leiser geworden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich mache hier nur Blitz, Blitz, Blitz. Und ja, keine Ahnung. Ich starte jetzt auf jeden Fall heute Abend, denn wir haben wieder, wenn ich jetzt auf Start War gehe, 20 Stück schon mal auf dem Kopf. Das könnten jetzt noch ein paar mehr werden. Also so ein 25er würde uns ganz gut tun, wenn nicht sogar ein 30er hier. Denn wir sind ganz, ganz nah am Clan Level 10. 7290, 7900 brauchen wir. Also viel ist es nicht mehr. Mit den Clan-Spielen, Punkten, wird das natürlich dann auch funktionieren im Nachgang. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Die fangen ja erst in 2 Tagen 20 Stunden an und gehen dann ja auch ein paar Tage. Ja, da wollen wir nicht drauf warten. Das wollen wir in jedem Fall, glaube ich, eher machen. Mal sehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall nicht alle meine Accounts, so wie ich es auch gestern angesprochen habe, hier in den Clan wieder reingeholt. Ich habe jetzt einen kleinen Elfer. Ich habe jetzt einen 10er, der Toto ist wieder am Start und ich habe auch wieder und den 9er hier, Lela. Fry als Rathaus 10 und auch Chief Barfuß als Rathaus 10, die habe ich jetzt schon woanders geparkt. Der Fry hat noch keinen Clan, aber der Chefkoch, aber der Chefkoch hat schon einen Clan, den habe ich schon einen gefunden. Oh, ich muss ja eigentlich nichts mehr machen, das ist das Doofe hier bei Lela. 2700, aber das ist eine abgefarmte Base hier und hier können wir ganz gut. Hier können wir ganz gut drauf üben, würde ich sagen. Hier können wir ganz gut drauf üben. Hier unten ist keine Hütte. Ich bin immer noch so ein bisschen hier in der Findung, wie viel Magier nimmt man hier mit, damit einem die Queen nicht so ganz wegrauscht. Da muss ich mindestens 2 da setzen. Und wenn nicht sogar einen da. Ja, so müsste das eigentlich passen, dass die Queen jetzt nicht rumläuft, sondern... Ah, das war jetzt schon wieder ein bisschen eng. Ah, ich habe einen Packer dabei. Okay, ich habe einen Packer dabei. Das ist krass. Okay, ein Packer. Nehmen wir mit. Was habe ich denn dann zu wenig? Ah, okay, ich sehe schon. Ich habe zu wenig Laberhunde dabei. Aber es macht nichts. Meine Mauerbrecher gehen hier
perfekt rein. Queen geht auf gegnerische Queen ist down. Und jetzt ist der Weg auf jeden Fall frei zur nächsten Luftabwehr, beziehungsweise wäre eigentlich ganz nett, wenn wir noch den Fehler erreichen würden dort. Wenn die Queen jetzt nach unten geht, Richtung Minenwerfer und dann auch Richtung King. Okay, erstmal das Rathaus machen. Ach komm, Queen. Mir läuft ein bisschen die Zeit davon. Mir läuft ein wenig die Zeit davon, Queen. Dann machen wir es mal 1, 2, 3. Ich habe ja jetzt nicht so viel, aber ich habe noch ein paar Loons hier. Oh, ich habe noch einen Drachen da, alles klar. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was hinbekommen. Ich zünd die Queen mal, dann ist die Luftabwehr weg. Und jetzt haben die dort immerhin den Feger anvisiert. Okay, 1, 2, 3. 1, 2. Immerhin den Feger anvisiert, was ja nicht so schlecht ist. Aber der fegt meine Loons jetzt immer weg. Boah, sehr ärgerlich. Ein bisschen Cleanup haben wir dabei. Gut. Gift haben wir nicht benutzt. Hier oben noch an der Bauhütte. Dann benutzen wir den Gift doch noch. Und nehmen wir nochmal einen Minion hier. Aber das müsste eigentlich locker reichen hier. Auch vor allen Dingen mit dem Drachen. Den brauchte ich aber, glaube ich, noch für eine Quest hier aus dem Silberpass. So, schick, schick. Wieder 100% dazu bekommen. Geht ja ein bisschen langsamer mit diesen Charakteren vor sich, aber ich habe hier auch alle Mauern fertig und brauche eigentlich nur noch die Helden machen. Kann die Helden auch machen. Ein Barbarenkönig, denn ich bekomme ja noch... Oh, da ist jetzt reichlich weggegangen. Ich bekomme ja noch hier ein Buch. Okay, zwei Helden haben wir schon mal. Sollte man eigentlich schaffen, egal ob da jetzt 20 Stunden steht oder ein Tag 20. Nehmen wir ruhig nochmal mit. Beziehungsweise wir spenden eben mal die Hocks. Ein Hock ist noch übrig. Quick Train können wir noch nicht ganz machen. Machen wir aber gleich. Ach, da ist jetzt der Bootzauber nachgekommen. Okay, na, das ist mir auch egal. Hatte ich den schon verspendet, ne? Ah ja, okay, den habe ich schon verspendet. Der passt jetzt nicht wirklich hier rein. Ich nehme im Moment nur Blitzzauber mit. Und da ist der eine. Da ist der eine Schwein. Kann man ja mal so sagen, denn wenn ihr das eine Spiel von die Tage noch auch aus den Events kennt, da stand dann ja, 4 Hexe muss benutzt werden. Also kann ich auch sagen, ein Schwein muss benutzt werden. Okay, regen wir eben mal durch, zumindest den King. Fordern neu an, dann machen wir noch einen Angriff, würde ich sagen. Ein bisschen Rumpffarm tut uns ja ganz gut. Und ja, ich baue mal so ein bisschen was ab hier und dann mal sehen, ob wir nicht dann, wie gesagt, heute Abend einen Clankrieg starten. Aber es ist mir ein Rätsel, warum hier jetzt keiner gestartet wurde die letzten 2 Tage. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, warum ich manchmal so einen Hermann darum mache, hier immer warten auf so ein Rathaus. Ich habe doch genug. Wir haben doch, Leute, jeder hat doch genug Accounts, um da mal eben ein bisschen rum zu schwingen und da mal eine ordentliche Folge hinzulegen. So nach dem Motto, ich muss ja jetzt nicht auf meinen 9er warten. Na, 10er und 11er, die ja so ähnliche Sachen machen müssen. Also warum immer warten? So, gucken wir mal, was wir hier zerstören können. Oh. Heieiei, eigentlich ja Luftabwehr, ne? Gucken wir mal. Ich habe das ja noch alles noch gar nicht so hoch hier. Okay, dann nehmen wir das da mal, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4. Da haben wir das schon mal weg. Und auf der gegenüberliegenden Seite eher nicht, sondern eher hier. 1, 2, 3, 4. Dann kriegen wir die auch weg. 2 Stück haben wir noch. Dann schlagen wir die hier hinten mal an. In der Hoffnung, wir kommen so weit. Gucken wir mal. Nehmen wir mal King und Queen hier für die gegnerische Queen. Die hat es verdient. Und dann gehen wir hier gleich über die breite Flanke, würde ich sagen, rein. Hier mal eben Drachen gesetzt auf die Bauhütte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh shit, da ist ein Feger, alles klar. Habe ich gar nicht drauf geachtet, dass da ein Feger ist. Okay, der Feger ist jetzt aber auch Geschichte, aber meine Queen auch fast, okay. Und ich habe nur einen einzigen Wut. Mal sehen, wo wir den nehmen. Hier in der Mitte. Oder fast in der Mitte. Oh, geht noch ganz gut. Die Single Infernos sind natürlich ein bisschen böse für meine Drachen. Aber die nehmen sich jetzt da hinten den Single. Die Loons nehmen sich den anderen. Der ist weg. Und der dahinter geht auch weg. Wunderbar. Jetzt haben wir nur noch eine. Ne, wir haben keine Luftabwehr mehr zu machen. Perfekt. Perfekt. Das müsste eigentlich reichen. Ja, zumindest zum Farm reicht es ja. Nehmen wir uns gleich den Elber, würde ich sagen. Dann, ja, dann müssen wir ewig auf den 9er warten hier. Und
Dann kann ich hier mit dem Toto auch ein bisschen weiter farmen. Achso, ihr habt jetzt gar nicht gesehen, auf welchem Account ich bin. Das zeigt dieses Game ja gar nicht an, wenn man im Angriff ist. Stimmt, ich bin jetzt auf den Toto einfach gesprungen, auf den 10er. Und mache den gleich fröhlich mit dem 11er einfach mal weiter. Da können wir sogar ein bisschen was machen. Freue ich mich auch drauf, dass ich das da endlich habe. Denn die Bauzeiten, gerade bei Rathaus 11, sind schon ein bisschen länger. Und ich will da aber auch eine Truppe leveln. Ich denke mal, das ist ganz gut gewählt. Jetzt haben wir nur noch einen Bombenturm, okay. Wunderbar, ich kann es leider nicht skippen, Leute. Ich meine, klar könnte ich es jetzt schneiden. Könnte sagen, hurra, wir haben gewonnen. Aber warum sollen wir es nicht auslaufen lassen? Sieht doch schick aus, sieht die Drachen. Und die schönen vollen Lager, wo das Gold und das Elixier nur so raussprotzt. Das hat früher mal ein anderer YouTuber gesagt. Ich glaube, es war der Don John. Der hat sich ja einmal ran ergötzt, wenn das Gold und Elix so aus den Lagern sprotzt. Mag ja auch ein jeder. Außer die, die jetzt ein bisschen pushen. Ein bisschen Legende. Aber da bin ich weit von entfernt. Und dann haben wir das hier gepackt. Ich denke mal, dadurch haben wir jetzt auch die Sachen hier nachgeholt, die es im Pass gab. Oh, was haben wir vergessen? Oh, Bauhütte. Oh, oh, oh. 10 Sekunden, das schaffen die nicht mehr. Weil so eine Drachenbrut, die braucht so etwas über 20 Sekunden von Ecke zu Ecke. Und die kam ja jetzt von ganz, ganz hinten. Also wird das ein Time-Fail. Okay, müssen wir mal so hinnehmen. Bonus haben wir reingefarmt. Und damit habe ich auch, ja, Nachtdorf mache ich mit euch nicht, Leute. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und hier müssen wir noch zweimal mit Drachen machen. Also gehen wir auf den Elfer und machen da auch noch einen schönen Angriff, damit wir dann mit denen auch weiter farmen können, beziehungsweise kann ich hier eigentlich was machen. Ich gucke mal. Wir gucken mal, was wir hier eigentlich so machen können. Oh, so viel ist es gar nicht mehr, sehe ich. Also ich sehe natürlich wieder viele, viele Mauern. Aber gucken wir mal, Kanone könnten wir eigentlich machen. Ein Kanönchen. Und dann haben wir noch 4 über. Da geht ein Archer Tower mit, oder? Jo, dann machen wir mal 4 Mille, ein Bogenschützenturm. Hier drin haben wir jetzt so ein bisschen was. Da ging eigentlich mein Held hier. Aber ich habe noch kein Heldenbuch hier. Da ging eigentlich ein Held. Ah, schade. Von Rathaus 9 auf Rathaus 10 gehen die Helden so schnell, wenn man die Helden auf 30 hat bei Rathaus 9. Das ist unglaublich. Was müssen wir denn noch forschen? Oh, hier müssen wir noch ganz schön viel forschen, sehe ich gerade. Klonzauber und die ganzen dunklen Sachen. Okay. Nehmen wir jetzt das dunkle eher mal vielleicht für die Bola oder? Ach, ich weiß es nicht. Da lasse ich euch mal die Entscheidung, wofür wir das nehmen. Den Klonzauber können wir eigentlich aber ganz gut gebrauchen. Wir nehmen mal die Bolis. Hier kommt 5 Tage. Muss eh alles hoch. Es muss sowieso alles hoch. Jetzt haben wir zwar nicht mehr ganz so viel. Ach so, weil wir immer so eine teure Armee haben. Aber die Minensammler kommen hier nach. Ganz, ganz kurzer Cut. Rauf auf den Elfer. So, da sind wir auf den Elfer. So ist immer eine doofe Floskel. Ich weiß. Hier haben wir natürlich jetzt mal ganz abseits der Luft ein bisschen was am Start. Da kann ich mich dran erinnern. Ich glaube, mit dem haben wir als... Oh, ja, der hat zu viel für uns. Mit dem haben wir als letztes gefarmt hier im Livestream. Ich meine, das war so gewesen und deswegen sind hier noch die ganzen Gobbys hier, die ganzen Kobolde am Start, die sich hier jetzt richtig was wegsnaggen können. Oh, das sieht echt klasse aus. Okay, mal sehen, hier so Mauerbrecher. 1, oh, hier kann man immer schön testen, wie viel Mauerbrecher braucht man von denen. 2, wir brauchen also 3 Stück hier. Okay, dann nehmen wir hier mal 2 Riesen und... Wenn denn dort geschossen wird, dann holen wir uns hier hinten die Ecke. Ja, so mache ich das ja meistens, das wisst ihr. Aber endlich mal wieder die grünen Totos. Endlich mal wieder die grünen Totos am Start. Die hier die Lager leer räumen, so muss das sein. Perfekt. Was haben wir hier hinten noch ein Lager? Oh, hier haben wir noch schönes Dunkles da. Hier können wir eigentlich auch 1, 2, 3 Mauerbrecher schicken, oder? Ja, klar. Kein Thema. Totis hier rein auf den dunklen Bohrer. Und dann machen wir gleich mal Überfallkommando hier über die Ecke hier. Würde ich sagen, nehmen wir mal diese Ecke, beziehungsweise nehmen wir mal die ganz breite Flanke hier. Ein paar Mauerheinis, die mit dazu, ein Helden, noch ein Held. Sprungzauber nehmen wir mal hier rein. Nehmen wir mal da rein den Sprungzauber. Mal sehen, ob wir hier jetzt schnell genug unsere Truppen rauskriegen. Die müssen erstmal außen leeren, damit da auch ein bisschen was reingeht. Oh, was ist das?
War das etwa Clanburg oder was? Ah, dusselig, okay. Das war ein bisschen Clanburg da gerade. So, da gehen aber noch ein paar von meinen Kleinen drauf hier. Wunderbar. Springt hier noch was rüber? Ich denke mal nicht, aber der Drachen holt noch so ein bisschen. Ich spare jetzt mal Zauber. Ich glaube, da ist nicht mehr so ganz viel über. Und ja, wir haben nicht mal einen Stern gekriegt. Okay, das ist nicht so schlimm. Sterne machen mit Kobolden geht natürlich auch, aber ist nicht ganz so sinnvoll. Okay, wir requesten hier nochmal nach. Ich nehm auch hier einfach einen Drachen mit. Einen Drachen. So, machen wir Tagesquest. Dann haben wir hier den... Ja, leider haben wir hier jetzt das gekreuzte Schwert nicht bekommen. Obwohl, halt, Drachen brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Aber sehr cool hier. Den könnte ich natürlich machen mit Elektrodrachen. Und den Elektrodrachen. Wir trainen die nochmal quick. Die kosten nämlich ganz wenig Dunkles. Den Elektrodrachen kann ich hier endlich ausbilden. Denn ich habe endlich hier eine Kaserne auf Elektrodrachenstatus. Aber den nehme ich mir mit dem Hammer. Dann haben wir den sofort fertig. Und wie lange dauert jetzt ein Elektrodrachen, wenn man nur eine Kaserne hat? Ich gucke mal ganz vorsichtig. 24 Minuten, alles klar. Okay, wird Zeit für eine zweite Kaserne, Leute, oder? Es wird, glaube ich, Zeit für eine zweite Kaserne. Jetzt haben wir noch ein bisschen Dunkles. Okay, das wäre jetzt was für Helden. Ich habe hier auch noch immer... ich habe noch ein Heldenbuch. Okay, ich habe noch ein Heldenbuch, Leute. Ich habe noch ein Heldenbuch und kann, glaube ich, noch einen Truppenhammer und einen Gebäudehammer nachholen. Oh, da muss ich tief überlegen, was ich hier mache. Ob ich dann hier jetzt... okay, das brauche ich da unten hinten nicht mehr. Der Eisgolem wäre nicht schlecht auf Level 2. Oder aber irgendwas mit Elex hier. Da brauchen wir aber noch... Oh, das ist alles so teuer auf Rathaus Level 11 hier. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Oder wir starten noch eine Kaserne an. Aber die laufen 10 Tage, die Kaserne. Ey, 10 Tage. Nee, 8 Tage. 8 Tage. Aber ich meine, okay, es wird sich dann um die Hälfte verringern, glaube ich, mit dem Drachen. Und... nehme ich den oder nehme ich den nicht? Ich meine, es wäre ein Bauarbeiter, der wieder weg ist. Leute, ich nehme das mal. Und dann nehmen wir die Kanone hier auch mal mit, damit die auch aussieht wie eine richtige Kanone. Da müssen wir halt ein bisschen weiterfahren. Ist halt so. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn das Thema eigentlich ganz anderes war. Wir haben jetzt eigentlich ganz normal rumgefarmt, aber hier geht was. Ja, hier geht in jedem Fall was. Und wenn wir heute Abend starten, ich denke mal, dann können wir wieder einen 25er hier nehmen. 20 sind jetzt schon da. Toto ist noch rot, der ist aber eigentlich grün. Den können wir mitnehmen. Und vielleicht kommt ja im Laufe des Tages noch einer. Ich werde jetzt gleich mal einfach eine Clan-Mail losschreiben. 4 Leute noch. Dann können wir einen 25er machen und dann werden wir hier auch Level 10 im Clan-Level. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Verfolgen. Ja, Livestream tun wir dann auch wieder. Ich habe vermehrt jetzt heute gemerkt, dass wir ein bisschen Nachholbedarf haben, was vor allen Dingen auch Streamen und Farmen angeht und ein bisschen quatschen. Also bis dahin. Vielen Dank. Euer Toto. Fest.